Hallo und willkommen zurück zu Marvel Spider-Man. So, heute machen wir wieder die Hauptstory weiter. Erster Tag, wir sollen nach Miles sehen. Die nächste Anruferin spricht über etwas, das ich schon lange geahnt habe. Also ich steige gestern aus der Badewanne und sehe zum Fenster. Und was sehe ich? Spider-Man schwingt vorbei, als wäre es seine Wohnung. Ich war nackt. Oh, tut mir aber leid. Schade, dass ich Was es nicht machst du gesehen hier? habe. Oh, Miles. Oh, er ist ein Trumpfer. Das war dein letzter Fehler, Penner. Was zum... Braucht man echt so viele Leute, um einen Teenager auszurauben? Autsch. Boom. Miles, geht's Bist dir du gut? verletzt? Du bist Spider-Man. Du bist der unglaubliche Spider-Man. Du bist der fantastische Spider-Man. Und noch andere Adjektive, die Jameson benutzt. Hey, das war echt mutig. Aber nächstes Mal überlass das den Profis, okay? Okay, aber wenn gerade keine da sind? Na, du kannst so große Kerle nicht einfach angreifen. Ich meine, versteh mich nicht falsch. Ich kämpfe ständig gegen größere Typen. Aber dann habe ich auch... Wie damals, als du auf der Brücke gegen Rhino gekämpft hast. Das war echt großartig. Perfektes Beispiel. Wenn der andere größer ist, musst du schneller sein. Okay? Okay, aber für dich ist das vielleicht einfach. Aber ich kann halt nicht, was du kannst. Ah, es wird bald. Okay, Fäuste hoch. Echt jetzt? Ja, na los. Erstens, lass dich nicht vom Adrenalin leiten. Atme langsam und tief, bleib cool. Hüfte ausrichten. Lass den Gegner kommen. Setz die Füße ein. Wenn sie die Balance verlieren, nutz die Gelegenheit. Boom. Ja, ganz genau. Okay, nur diesmal, schlag mich richtig. Direkt aufs Kinn, okay? Ich halte das auf. Sorry. Nein, nein, nein. Alles gut. Mach immer weiter so und du kommst klar. Okay, Lektion vorbei. Ich muss los. Hey, danke. Und so. Jederzeit. Das war Spider-Man. Ja. Hey, can you help me get something to eat? Oh, wir spielen wieder mit Miles. Das Asyl sollte gleich da vorne sein. Jo, Miles, was geht? Hey, das glaubst du mir nie. Ich hab gerade Spider-Man getroffen. Was? Wie krass. Hast du ihm unsere Hacking-App gezeigt? Oh, Mann. Hab ich voll vergessen. Ach, Mann. Er hätte sie dir garantiert abgekauft. Und dann wären wir voll berühmt. Ja, nächstes Mal mach ich's. Ich muss weg, hab's meiner Mom versprochen. Cool. Bis später. Weitergehen, weitergehen. Der Bauernmord ist eine gute Abkürzung. Hacking-App freigeschaltet. Die Rabatte im Bogdan Spa? Halber Preis? Dafür würde ich Achso. aus dem Haus gehen. Hacking App. Funktioniert die noch? Yeah. Oh. Ein Witz sein? Es wird ewig dauern. Wenn die Drohne nicht will, könnte ich über den Zaun. Kennen Sie zufällig einen gewissen Martin Lee? Das war zu einfach.
fast, dass Sables Systeme ungesichert sind. Vielleicht schicke ich einen anonymen Tipp. Okay. Gehe ich wohl besser aus dem Weg. Okay, Hacking App. Steh mir bei. Hm? Vielleicht die Sirene anschalten? Okay. Gut, los jetzt. Unter dem Tor links durch oder über das Gerüst rechts drüber. Gehen wir mal da lang. Oh. Mehr Drohnen? Ich muss sie blenden. Dinger haben Geschütze. Die dürfen mich nicht sehen. Schlaf gut. Hier wäre so cool, wenn es nicht so ätzend wäre. Den habe ich gar nicht gesehen, ey. Scheiße. Jo. Nein. Okay. Das geht ja noch. Die Dinger haben Geschütze. Die dürfen mich nicht sehen. Schlaf gut. Das hier wäre so cool, wenn es nicht so ätzend wäre. Okay, bin in Sicherheit. Gut. Verdammt. Das war krass. Oh, hey Mom. Hi Schatz, bist du gut im Feast-Asyl angekommen? Ja, bin gleich da. Miles, du weißt, dass du nicht im Asyl arbeiten musst. Doch, muss ich. Nein, du hattest die Wahl. Klar, und ich find's besser als die Therapie. Ich meine, sie war hilfreich. Der Typ hat gesagt, jeder trauert auf seine. Das hier ist meine. Okay, tut mir leid. Mom. Ja? Aber ich hab dich trotzdem lieb, wenn ich nicht darüber reden möchte. Oh mein Schatz, ich liebe dich so sehr. Wir stehen das durch, okay? Okay, ich muss weg. Ich ruf dich auf dem Heimweg an. Erst mal was auf Insta posten, ne? Alter Mann. So, Feast. Ich hab Dämonengesichter. Überall. Atmen Sie einfach weiter. Ich bin gleich wieder da, Mr. Hodges. Hey, mein Pete. Hey, sorry, ich bin spät dran. Oh, nein, nein, schön, dass du da bist. Okay, also, wie kann ich helfen? Warum siehst du dich nicht ein bisschen hier um? Sprich mit den Leuten. Weißt du was? Alle lieben Kaffee. Kaffee, okay. Und ich sehe später nach, wie es bei dir läuft, in Ordnung? Ja. Oh, keine Angst vor Mr. Hodges. Er beißt nicht. Meistens. Hm. Ganz sicher? Kaffee? Danke. Kann ich helfen? Nur wenn du weißt, was zur Hölle ein Quark ist. Das ist ein subatomares Teilchen. Also die Basiskomponente von Protonen, Neutronen, Hadronen. Subatomar. Das passt. Sehr gut, Kleiner. Du blödes Scheißding.
Mist. Hm. Verdammtes Mistding. Darf ich mir das vielleicht mal ansehen? Hä? Oh, wir haben braunsche Röhren in der Schule. Ich kann sie reparieren, wenn braunsche, sie... Was? Nein, man muss noch ein paar Mal draufhauen. Geht's wieder. Oder es ist ein loses Koax-Kabel. Okay, okay. Bitte sehr, du Klugscheißer. Bitte, mach nur. Ja, ich mach mal. Blub. Uns erreichen viele Meldungen zu Officer Jefferson Davis, dem Helden des Attentats. Seit bekannt wurde, dass er als menschlicher Schutzschild vielen anderen das Leben rettete. Davis, hey, Frischling, füll mal auf. Sein Sohn Miles und sein Bruder Aaron. Held. Ist ja echt heldenhaft, sich in die Luft sprengen zu lassen. Hey Ernie, du kennst also schon Miles. Er wird uns ein bisschen helfen. Vielleicht kennst du seinen Vater, Jefferson Davis. Ziemlich stark, dass er hier freiwillig arbeiten will, obwohl er gerade so viel um die Ohren hat. Findest du nicht? Ja, danke. Junge, das... Tut mir leid mit deinem Dad. Komm, Miles. Wir helfen meiner Tante in der Küche. Hey, May. Ich muss wieder los, aber ich hab dir Hilfe mitgebracht. Hi, Miles. Schön, dich zu sehen. Schnapp dir eine Schürze, wasch dir die Hände und ich zeig dir alles. Hey, Peter. Vielen Dank für das da eben. Na klar. Fast Mittag. Sable transportiert jetzt Dr. Michaels. Sollte besser zur Bowery und ihn finden. Unsere Computer sind leider schon. Gut. Du brauchst gerade was? Ah ja. Eileen, wie läuft's mit deiner Tochter? Langsam. Ich habe viele Fehler gemacht. Schwer zu vergessen. Wenn ihr redet, gibt es Hoffnung. Gib nicht auf. Ein sehr guter Ratschlag. Sehe ich genauso. So. Einmal raus, bitte. So, hätten wir das auch erledigt. Oh ja, Stufenaufstieg. Na, logisch. Hey Yuri, ich will zur Bowery, damit Michaels, naja, sicher in sein neues, sicheres Versteck kommt. Lass das lieber. Silver Sable war deutlich. Du bist nicht willkommen. Tja, was soll sie machen? Mich erschießen? Ernsthaft? Ich würde es ihr zutrauen. Ach, gut. Ich bleib in der Nähe, aber nicht zu nah. Nur für den Fall. So. Geräte. Können wir da wieder ein bisschen was machen? Drohnenschüsse fügen wir Schaden zu. Logisch. Hier geht auch was. Gegner wieder zurück. So. Ja, alles was geht, ne? So, das ist jetzt neu, Erschütterungsschlag. Und das können wir auch noch machen, das ist auch neu. Zack. Gut, dann haben wir hier erstmal alle erledigt. Noch ein paar Upgrades machen. So, nur nicht zu viel ausgeben. Gut, Fertigkeiten. Wie viel haben wir jetzt? 5. Überraschungsangriff, Netzwerk-Takedowns, dass Gegner in der Nähe zurückgeworfen werden. Jo. Abrissbirne. Oh. Nehmen wir mit. Kollateralschaden geworfen, Objekte fügen allen Gegnern in der Nähe Schaden zu.
Okay. Hier können wir jetzt auch Raketen umkehren. Auch nicht schlecht. Das ist ja eigentlich jetzt nur... Ah! Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Gut, jetzt haben wir nichts mehr. Geräte, Anzüge. Oh, haben wir wieder was Neues. Exotisches Gewebe, erzeugt Energieschild. Allen Schaden absorbiert. Schnell sprinten, dann können Echtzeit Bewegungskräfte übertragen im Gegner zu. Jo. Vier Arme, auch schnell gewachsen, großen Schaden. Ich würde mal sagen, wir benutzen das hier mal. Expanded Gewebe erzeugt Energieschild. So, haben wir ein neues Kostüm. Oh, das sieht ja mal nice aus. Ach, den nehmen wir mit. Rennen wir mal ein bisschen hier als Skelett rum, eh? Nice. Gut, dann würde ich sagen, nächste Folge Hauptstory. Bis dahin. Ciao, ciao.